CW. Ich bin auf einer Undercover-Mission, um Ihnen die geheimsten Neuigkeiten mitzuteilen. Aber warum hat man mir nicht gesagt, dass Sie heute erscheinen werden? Das Verteidigungsministerium im Pentagon schätzt eben die absolute Geheimhaltung, Captain O'Brien. Das verstehe ich. Worum handelt es sich denn? Captain O'Brien, eine kriminelle Bande, die im ganzen Land gesucht wird, hat die Stadt erreicht und plant einen Überfall auf diese ruhmreiche Polizeiakademie. Wir kennen leider nicht den Kopf der Bande und wissen nicht, wo sich dieser aktuell befindet. Sie sollten jedoch auf jeden Fall alarmbereit sein. Also das sind wir. Aber ein Captain O'Brien hat vor nichts und niemandem Angst. Und schon gar nicht vor irgendwelchen Dieben, ja. Aber lassen Sie mich jetzt ein bisschen gut organisiert gesehen. Bobsi! Lightning! Antreten! Jetzt rennt sie hinterher, Valentino! Hinterher! So, Valentino.
Schön, Sie zu treffen. Ich habe viel von Ihnen gehört, von Captain McNamara. Ja, da wäre ich ja ganz froh. Lassen Sie mich das so sagen. Meine Männer können alles dafür tun, um das organisierte Verbrechen zu bekämpfen. Ich weiß, Captain. Aber haben Sie schon davon gehört, dass Ihr alter Feind wieder aufgetaucht ist, das Chamäleon? Ich bin froh, dass Sie so zuversichtlich sind, das Chamäleon zu schnappen, Captain. Trotzdem wurde ich vom Verteidigungsministerium hierher beordert, um zu prüfen, ob alles sicher genug ist, bevor ich Ihnen die 2 Millionen Dollar aushändige. Ich hörte, Sie sind nicht mehr der Jüngste und etwas eingerostet, Captain. Wie bitte? Was muss ich da hören? Eingerostet? Also ich werde Ihnen zeigen, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Ich habe noch ein Ass im Ärmel. Herr Valentino, ich bin mit der Spezialfahrt. Thank you.
großartig. Also es sieht ja nach einem sehr harten Training aus. Da würde es mich wundern, wenn das Chamäleon hier auftaucht, um irgendetwas Kriminelles zu planen. Das hoffe ich sehr. Und lassen wir uns das Geld sicher verschließen und nicht weiter darüber nachdenken. Sehr gut. Okay, Herr Valentino, bring bitte das Geld in die Bank, ja? Sehr gut. Aber nicht auf dein Konto einzahlen, bitte. Denn das gehört uns, das Geld. Wirklich sehr schön. Die fahren jetzt weiter. Genau in die Bank. Senator McClernand, lassen Sie uns hineingehen. Ja, und dann schauen wir nach, dass wir viel für den Empfang und Ketten und der Werbung. Ich sehe schon, Sie können was verfahren.
mit meinem Helikopter und eurem Geld. Ich warte seit Jahren auf diesen Moment. Bye bye, Speckbau. Speckbau? Hol mich die Kette. Hey, Valentino! Valentino, schnell! Sehr gut. So. Zielen, schießen, treffen. Fahren gerne Achterbahn, zeigen euch den ganzen Tag, was ist